Kapitel 15 – Die Bibel und die Französische Revolution. Im 16. Jahrhundert hatte die Reformation, die dem Volk die Bibel zugänglich machte, in allen Ländern Europas Eingang gesucht. Einige Nationen hießen sie mit Freuden als einen Boten vom Himmel willkommen. In anderen Ländern gelang es dem Papsttum in großem Maße, ihren Eingang zu verhindern und das Licht biblischer Erkenntnis mit seinem veredelnden Einfluss war nahezu gänzlich erloschen. In einem Lande wurde das Licht nicht von der Finsternis begriffen, obgleich es Eingang gefunden hatte. Jahrhundertelang kämpften Wahrheit und Irrtum um die Oberherrschaft. Schließlich siegte das Böse und die Wahrheit des Himmels wurde hinausgestoßen. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Johannes 3, Vers 19. Diese Nation musste die Folgen ihrer Wahl ernten. Der zügelnde Einfluss des Geistes Gottes wurde einem Volk, das seine Gnadengabe verachtet hatte, entzogen. Gott ließ das Böse ausreifen und alle Welt sah die Früchte der vorsätzlichen Verwerfung des Lichtes. Der in Frankreich so viele Jahrhunderte lang gegen die Bibel geführte Krieg gipfelte in den Geschehnissen der Revolution. Jener schreckliche Ausbruch war die unausbleibliche Folge von Roms Unterdrückung der Heiligen Schrift. Sie bot der Welt das schlagendste Beispiel von der Wirkung der päpstlichen Politik, eine Darstellung der Folgen, auf die die Lehren der römischen Kirche mehr als ein Jahrtausend zugesteuert hatten. Die Unterdrückung der Heiligen Schrift während der päpstlichen Oberherrschaft wurde von den Propheten vorhergesagt, und der Schreiber der Offenbarung weist auf die schrecklichen Folgen hin, die besonders Frankreich von der Herrschaft des Menschen der Sünde erwachsen sollten. Der Engel des Herrn sagte: Die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang, und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf die, welche sie sahen. Offenbarung 11, Vers 2-11. Die hier erwähnten 42 Monate und 1260 Tage sind ein und dasselbe. Beide bezeichnen die Zeit, als die Gemeinde Christi von Rom unterdrückt wurde. Die 1260 Jahre päpstlicher Oberherrschaft begannen im Jahre 538 nach Christus und mussten demnach im Jahre 1798 ablaufen. Zu dieser Zeit drang eine französische Armee in Rom ein und nahm den Papst gefangen, der später in der Verbannung starb. Wenn auch bald darauf ein neuer Papst gewählt wurde, so hat die päpstliche Priesterherrschaft doch nie wieder die Macht auszuüben vermocht, welche sie ehedem besessen hatte. Die Verfolgung der Gemeinde Christi erstreckte sich nicht bis an das Ende der 1260 Jahre. Aus Erbarmen gegen sein Volk verkürzte Gott die Zeit der Feuerprobe. In seiner Weissagung von der großen Trübsal, welche die Gemeinde heimsuchen sollte, sagte der Heiland: Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Matthäus 24, Vers 22. Durch den Einfluss der Reformation wurde die Verfolgung schon vor dem Jahre 1798 eingestellt.
Über die zwei Zeugen sagt der Prophet ferner: Diese sind die zwei Ölbäume und zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Dein Wort, sagt der Psalmist, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Offenbarung 11,4 und Psalm 119, Vers 105. Die beiden Zeugen stellen die Schriften des Alten und des Neuen Testaments dar. Beide sind wichtige Zeugnisse für den Ursprung und die Fortdauer des Gesetzes Gottes. Beide sind gleichfalls Zeugen für den Heilsplan. Die Vorbilder, die Opfer und die Prophezeiungen des Alten Testamentes weisen auf den kommenden Erlöser hin. Die Evangelien und Briefe des Neuen Testamentes berichten von einem Heiland, der genauso gekommen ist, wie es die Vorbilder und Prophezeiungen vorhergesagt hatten. Sie sollen weissagen 1260 Tage, angetan mit Säcken. Während des größeren Teiles dieser Zeit blieben die Zeugen Gottes im Verborgenen. Die päpstliche Macht versuchte, das Wort der Wahrheit vor dem Volk zu verbergen und stellte falsche Zeugen auf, um dessen Zeugnis zu widersprechen. Als die Bibel von kirchlichen und weltlichen Behörden verbannt wurde, als ihr Zeugnis verfälscht und allerlei Versuche, die Menschen und Dämonen ersinnen konnten, gemacht wurden, um die Gemüter des Volkes von ihr abzulenken, als die, welche es wagten, ihre heiligen Wahrheit zu verkündigen, gehetzt, verraten, gequält, in Gefängniszellen begraben, um ihres Glaubens willen getötet oder gezwungen wurden, in die Festen der Berge und die Schluchten und Höhlen der Erde zu fliehen, da weissagten die Zeugen in Säcken. Dennoch setzten sie ihr Zeugnis während der ganzen 1260 Jahre fort. In den dunkelsten Zeiten gab es treue Männer, die Gottes Wort liebten und um seine Ehre eiferten. Diesen treuen Knechten wurde Weisheit, Macht und Stärke verliehen, während dieser ganzen Zeit seine Wahrheit zu verkündigen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er getötet werden. Offenbarung 11, Vers 5. Die Menschen können nicht ungestraft das Wort Gottes mit Füßen treten. Die Bedeutung dieser schrecklichen Drohung wird uns im Schlusskapitel der Offenbarung gegeben. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buche geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Dies sind Warnungen, die Gott gegeben hat, um die Menschen davon abzuhalten, auf irgendeine Weise etwas zu verändern, was er offenbart oder geboten hat. Diese ernsten Drohungen richten sich an alle, die durch ihren Einfluss die Menschen veranlassen, das Gesetz Gottes gering zu achten. Sie sollten jene in Furcht und Zittern versetzen, die leichtfertig behaupten, es sei eine Sache von geringem Belang, ob wir Gottes Gesetz halten oder nicht. Alle, welche ihre eigenen Ansichten über die göttlichen Offenbarungen erheben, alle, welche die deutlichen Aussagen des Wortes Gottes ihrer eigenen Bequemlichkeit oder der Meinung der Welt anpassen möchten, laden eine furchtbare Verantwortung auf sich. Das geschriebene Wort, das Gesetz Gottes, wird den Charakter aller messen und alle verdammen, die diesem unfehlbaren Richtmaß nicht entsprechen. Wenn sie ihr Zeugnis beendet haben, die Zeitperiode, in der die zwei Zeugen mit Säcken angetan weissagen sollten, endete 1798. Wenn ihr Werk im Verborgenen seinem Ende nahte, sollte die Macht, die dargestellt wird als das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen in Streit geraten. In vielen europäischen Nationen waren die Mächte, die in Kirche und Staat das Zepter führten, seit Jahrhunderten von Satan
durch das Werkzeug des Papsttums beherrscht worden. Doch hier wird uns eine neue Bekundung satanischer Macht vor Augen geführt. Unter dem Vorwand der Ehrfurcht vor der Bibel hatte Roms Politik diese in einer unbekannten Sprache vor dem Volk verschlossen und verborgen gehalten. Unter dieser Herrschaft weissagten die Zeugen, angetan mit Säcken. Aber eine andere Macht, das Tier aus dem Abgrund, sollte sich erheben und dem Wort Gottes offen den Krieg erklären. Die große Stadt, auf deren Gassen die Zeugen erschlagen wurden und wo ihre Leichname lagen, heißt geistlich Ägypten. Die biblische Geschichte führt uns keine Nation vor, die das Dasein des lebendigen Gottes dreister verleugnete und sich seinen Geboten mehr widersetzte als Ägypten. Kein Monarch wagte sich je in eine offenere oder vermessenere Empörung gegen die Autorität des Himmels als der König von Ägypten. Als Mose ihm im Namen des Herrn die Botschaft brachte, gab Pharao stolz zur Antwort: Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. 2. Mose 5, Vers 2. Dies ist Gottesleugnung, und die durch Ägypten versinnbildete Nation sollte einer ähnlichen Verleugnung der Ansprüche des lebendigen Gottes Ausdruck geben und einen gleichen Geist des Unglaubens und der Herausforderung an den Tag legen. Die große Stadt wird auch geistlich mit Sodom verglichen. Die Verderbtheit Sodoms in der Übertretung des Gesetzes Gottes gab sich ganz besonders in ihrer Unzucht zu erkennen. Und diese Sünde war ebenfalls ein sehr hervorstechender Zug der Nation, die die Einzelheiten dieser Schriftstelle erfüllen sollte. Nach den Angaben des Propheten sollte sich eine kurze Zeit vor dem Jahr 1798 eine Macht erheben, satanisch in Ursprung und Charakter, um mit der Bibel Streit zu führen. Und in dem Lande, in dem das Zeugnis der beiden Zeugen Gottes auf diese Weise zum Schweigen gebracht werden sollte, würde sich die Gottesleugnung Pharaos und die Unzucht Sodom offenbaren. Diese Weissagung hat in der Geschichte Frankreichs eine überaus genaue und treffende Erfüllung gefunden. Während der Revolution von 1793 hörte die Welt zum ersten Mal, dass eine Versammlung von Männern, die gesittet geboren und erzogen waren und sich das Recht anmaßen, eine der schönsten Nationen Europas zu regieren, ihre vereinte Stimme erhob, um die feierlichste Wahrheit, welche die Seele des Menschen empfangen kann, zu verleugnen und einstimmig den Glauben an Gott und die Anbetung der Gottheit zu verwerfen. Frankreich ist die einzige Nation in der Welt, von der berichtet wird, dass sie als Nation ihre Hand in offener Empörung gegen den Schöpfer des Weltalls erhoben hat. Es gab und gibt noch eine Menge von Lästerern und Ungläubigen in England, Deutschland, Spanien und anderswo. Aber Frankreich steht in der Weltgeschichte als einziger Staat da, der durch den Erlass seiner gesetzgebenden Versammlung erklärte, dass es keinen Gott gebe und in dessen Hauptstadt sämtliche Bewohner und eine ungeheure Menge anderswo Weiber und Männer vor Freude sangen und tanzten, als sie die Bekanntmachung empfingen. Frankreich zeigte die Merkmale, die ehemals Sodom besonders kennzeichneten. Während der Revolution herrschte ein Zustand sittlicher Erniedrigung und Verderbtheit ähnlich dem, der den Untergang über die Städte Sodom und Gomorra brachte. Und ein Geschichtsschreiber spricht über die Gottesleugnung und die Unzucht Frankreichs, wie sie uns in der Weissagung vorhergesagt sind. Eng verbunden mit diesen religionsfeindlichen Gesetzen war jenes, welches das Ehebündnis, die heiligste Verbindung, die menschliche Wesen eingehen können und deren Dauerhaftigkeit am meisten zur Festigung der Gesellschaft beiträgt, zu einem Zustand rein bürgerlichen Übereinkommens vorübergehender Natur herabwürdigte, welches irgendwelche zwei Personen miteinander treffen und nach Willkür wieder lösen konnten.
hätten böse Geister es unternommen, ein Verfahren zu entdecken, das auf die wirksamste Weise alles zugrunde richtet, was sich an ehrwürdigem, anmutigem oder dauerhaftem im Familienleben bietet, und hätten sie gleicherzeit die Zusicherung gehabt, dass das Unheil, das sie anzurichten beabsichtigen, von einem Geschlecht auf das andere fortgepflanzt werden sollte, so hätten sie keinen wirksameren Plan ersinnen können als die Herabwürdigung der Ehe. Sophie Arnault, eine durch ihre witzigen Reden berühmte Schauspielerin, beschrieb die republikanische Hochzeit als das Sakrament des Ehebruchs. Da auch ihr Herr gekreuzigt ist, dieses Merkmal der Weissagung erfüllte Frankreich ebenfalls. In keinem Lande hatte sich der Geist der Feindschaft wider Christus auffallender entfaltet. Nirgends ist die Wahrheit auf bittereren oder grausameren Widerstand gestoßen. In den Verfolgungen, mit denen Frankreich die Bekenner des Evangeliums heimsuchte, hatte es Christus in der Person seiner Jünger gekreuzigt. Jahrhundertelang war das Blut der Heiligen vergossen worden, während die Waldenser auf den Gebirgen Piemonts um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi willen ihr Leben ließen, hatten ihre Brüder, die Albigenser in Frankreich, ein ähnliches Zeugnis für die Wahrheit abgelegt. In den Tagen der Reformation waren ihre Anhänger unter schrecklichsten Qualen hingerichtet worden. Könige und Edelleute, hochgeborene Frauen und zarte Mädchen, der Stolz und Glanz der Nation, ergötzen sich an den Leiden der Märtyrer Jesu. Die tapferen Hugenotten hatten im Kampf um die Rechte, die das menschliche Herz für die Heiligsten hält, ihr Blut auf manchem heftig umstrittenen Feld dahingegeben. Die Protestanten wurden für vogelfrei erklärt. Man setzte Kopfpreise aus und hetzte sie von Ort zu Ort wie wilde Tiere. Im 18. Jahrhundert hielt die Gemeinde in der Wüste die wenigen Nachkommen der alten Christen, die versteckt in den Gebirgen des südlichen Frankreichs übrig geblieben waren, noch immer am alten Glauben ihrer Väter fest. Wenn sie es wagten, sich nachts an den Gebirgsabhängen oder auf der einsamen Heide zu versammeln, wurden sie von den Dragonern verfolgt und zu lebenslänglicher Gefangenschaft auf die Galeeren geschleppt. Die reinsten, die gebildetsten und verständigsten der Franzosen wurden unter schrecklichen Qualen mit Räubern und Meuchelmördern zusammengekettet. Anderen widerfuhr eine barmherzigere Behandlung. Sie wurden, als sie unbewaffnet und hilflos betend auf ihre Knie fielen, kaltblütig niedergeschossen. Hunderte von betagten Männern, wehrlosen Frauen und unschuldigen Kindern wurden an den Versammlungsort tot auf dem Boden liegend zurückgelassen. Beim Durchstreifen der Gebirgsabhänge oder Wälder, wo sie gewohnt waren, sich zu versammeln, war es nicht außergewöhnlich, alle vier Schritte Leichname auf dem Rasen oder an den Bäumen hängen zu finden. Ihr Land, von Schwert, Henkerbeil und Feuerbrand verwüstet, wurde zu einer großen, düsteren Wildnis. Diese Gräuel wurden nicht in dem finsteren Zeitalter, sondern in jener glänzenden Zeitperiode Ludwigs des 14. begangen. Die Wissenschaften wurden damals gepflegt, die Literatur blühte, die Geistlichkeit des Hofes und der Hauptstadt waren Gelehrte und beredte Männer, die sich gern mit dem Anschein der Demut und der Liebe zierten. Doch das Schwärzeste in dem schwarzen Verzeichnis der Verbrechen, die schrecklichste unter den höllischen Taten aller Schreckensjahrhunderte, war die blutige Bartholomäusnacht 1572. Noch erinnert sich die Welt mit Schaudern und Entsetzen jenes besonders grausamen und feigen Gemetzels. Der König von Frankreich, von römischen Priestern und Prälaten gedrängt, genehmigte das schreckliche Werk. Eine Glocke gab in nächtlicher Stille das Zeichen zum Blutbad. Tausende von Protestanten, die ruhig in ihren Wohnungen schliefen und sich auf die verpfändete Erde des Königs verließen, wurden ohne Warnung hervorgeschleppt
und kaltblütig niedergemacht. Wie Christus der unsichtbare Führer seines Volkes aus der ägyptischen Knechtschaft war, so war Satan der unsichtbare Leiter seiner Untertanen in diesem schrecklichen Werk, die Zahl der Märtyrer zu vergrößern. 7 Tage lang wurde das Gemetzel in Paris fortgesetzt, an den ersten 3 Tagen mit unbegreiflicher Raserei. Auf besonderen Befehl des Königs erstreckte es sich nicht nur auf die Stadt selbst, sondern auch auf alle Provinzen und Städte, in denen sich Protestanten befanden. Weder Alter noch Geschlecht wurde geachtet. Weder der unschuldige Säugling noch der Greis blieb verschont. Der Adlige wie der Bauer, alt und jung, Mutter und Kind wurden zusammen niedergehauen. Das Gemetzel wurde in ganz Frankreich 2 Monate lang fortgesetzt. 70.000 der Besten der Nation kamen um. Als die Nachricht von dem Blutbad Rom erreichte, kannte die Freude der Geistlichkeit keine Grenzen. Der Kardinal von Lothringen belohnte den Boten mit 1.000 Kronen, der Domherr von St. Angelo ließ 100 Freudenschüsse geben, die Glocken läuteten von jedem Turm, Freudenfeuer verwandelten die Nacht in einen Tag, und Gregor der 13., begleitet von den Kardinälen und anderen geistlichen Würdenträgern, zog in einer großen Prozession nach der Kirche von St. Ludwig, wo der Kardinal von Lothringen ein Te Deum sang. Eine Gedenkmünze wurde zur Erinnerung an das Gemetzel geprägt, und im Vatikan kann man noch 3 Freskogemälde von Vasari sehen, welche den Angriff auf den Admiral, den König, wie er im Rate das Hinschlachten plante und das Blutbad selbst darstellen. Gregor sandte Karl die goldene Rose und hörte 4 Monate später ruhigen Gemüts der Predigt eines französischen Priesters zu, der von jenem Tage des Glücks und der Freude sprach, als der Heilige Vater die Nachricht empfing und in großer Feierlichkeit hinging, um Gott und St. Ludwig seinen Dank darzubringen. Derselbe mächtige Geist, der zum Blutbad in der Bartholomäusnacht den Antrieb gab, hatte auch die Leitung in den Ereignissen der Revolution. Jesus Christus wurde als Betrüger hingestellt und der Kampfruf der französischen Gottesleugner war: Nieder mit dem Elenden, womit sie Christus meinten. Den Himmel herausfordernde Lästerung und abscheuliche Gottlosigkeit gingen Hand in Hand und die gemeinsten Menschen, die verwahrlosesten Ungeheuer voller Grausamkeit und Laster, wurden aufs Höchste erhoben. In diesem allen wurde dem Satan die höchste Huldigung gezollt, während Christus mit seinen Eigenschaften der Wahrheit, der Reinheit und der selbstlosen Liebe gekreuzigt wurde. So wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Die gottesleugnerische Macht, die in Frankreich während der Revolution unter Schreckensherrschaft das Zepter führte, unternahm einen solchen Krieg gegen Gott und sein heiliges Wort, wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte. Die Anbetung Gottes wurde von der Nationalversammlung verboten. Bibeln wurden gesammelt und unter jeder möglichen Bekundung der Verachtung öffentlich verbrannt. Das Gesetz Gottes trat man mit Füßen. Biblische Einrichtungen wurden abgeschafft. Der wöchentliche Ruhetag wurde beiseite gesetzt und an dessen Statt jeder 10. Tag der Lustbarkeit und der Gotteslästerung gewidmet. Taufe und Abendmahl wurden verboten. Über den Grabstätten deutlich angebrachte Inschriften erklärten den Tod für einen ewigen Schlaf. Die Gottesfurcht, behauptete man, sei nicht der Anfang der Weisheit, sondern vielmehr der Anfang der Torheit. Jegliche Verehrung, ausgenommen die der Freiheit und des Vaterlandes, wurde untersagt. Der konstitutionelle Bischof von Paris wurde herbeigeholt, um in der schamlosesten und anstößigsten Posse, die sich je von einer Nationalvertretung abspielte, die Hauptrolle zu übernehmen. Man führte ihn in einer förmlichen Prozession vor, um der Versammlung zu erklären, dass die Religion, welche er so viele Jahre lang gelehrt hatte, in jeglicher Hinsicht ein Stück Pfaffen trug
ohne irgendeinen Grund in der Geschichte noch der heiligen Wahrheit sei. Er verleugnete in feierlichen und deutlichen Ausdrücken das Dasein der Gottheit, zu deren Dienst er eingesegnet worden war, und widmete sich in Zukunft der Verehrung der Freiheit, Gleichheit, Tugend und Sittlichkeit. Dann legte er seinen bischöflichen Schmuck auf den Tisch und empfing eine brüderliche Umarmung von den Präsidenten des Konvents. Verschiedene abgefallene Priester folgten dem Beispiel dieses Prälaten. Und die auf Erden wohnten, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Das ungläubige Frankreich hatte die strafende Stimme jener beiden Zeugen Gottes zum Schweigen gebracht. Das Wort Gottes lag tot auf seinen Straßen und alle, welche die Einschränkungen und Forderungen des Gesetzes Gottes hassten, frohlockten. Öffentlich forderten Menschen den König des Himmels heraus. Wie die Sünde veralters, riefen sie aus. Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Psalm 73, Vers 11. Mit lästerlicher Vermessenheit, die beinahe alle Glaubwürdigkeit übersteigt, sagte einer der Priester dieser neuen Art: Gott, so du existierst, räche deinen beleidigten Namen. Ich biete dir Trotz. Du schweigst, du wagst es nicht, deine Donner zu schleudern. Wer wird hinfort an dein Dasein glauben? Welch ein Widerhall ist dies von der Forderung Pharaos. Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse? Ich weiß nichts von dem Herrn. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Psalm 14, Vers 1. Und der Herr erklärt von den Verfälschern seine Wahrheit. Ihre Torheit wird jedermann offenbar werden. 2. Timotheus 3, Vers 9. Nachdem Frankreich sich von der Anbetung des lebendigen Gottes, des Hohen und Erhabenen, der ewiglich wohnt, losgesagt hatte, verstrich nur eine kurze Zeit, bis es zum erniedrigenden Götzendienst herabsank, indem es die Göttin der Vernunft in der Person eines lasterhaften Frauenzimmers anbetete, und dies in der Nationalversammlung durch die Vertreter der Nation und durch ihre höchsten bürgerlichen und gesetzgebenden Behörden. Ein Geschichtsschreiber sagt, eine der Zeremonien dieser wahnsinnigen Zeit steht unübertroffen da wegen ihrer Abgeschmacktheit verbunden mit Gottlosigkeit. Die Tore des Konvents wurden einer Schar von Musikanten geöffnet, der die Mitglieder der Stadtbehörde in feierlichen Zug folgten, indem sie ein Loblied auf die Freiheit sangen und den Gegenstand ihrer zukünftigen Anbetung, ein verschleiertes Frauenzimmer, das sie die Göttin der Vernunft nannten, geleiteten. Als man sie innerhalb der Schranken gebracht, sie mit großer Förmlichkeit entschleiert und zur Rechten des Präsidenten gesetzt hatte, erkannte man sie allgemein als eine Tänzerin aus der Oper. Dieser Person, als der passendsten Vertreterin jener Vernunft, die man anbetete, brachte die Nationalversammlung Frankreichs öffentliche Huldigung dar. Diese gottlose und lächerliche Mummerei wurde zu einem gewissen Brauch und die Einsetzung der Göttin der Vernunft wurde in der ganzen Nation an allen Orten, wo die Bewohner sich auf der Höhe der Revolution zeigen wollten, erneuert und nachgeahmt. Der Redner, der die Anbetung der Vernunft einführte, sagte: Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung, Fanatismus ist der Vernunft gewichen. Seine getrübten Augen konnten den Glanz des Lichtes nicht ertragen. Heute hat es sich eine unermessliche Menge in den gotischen Gewölben versammelt, die zum ersten Mal von der Stimme der Wahrheit widerhallen. Dort haben die Franzosen die wahre Anbetung der Freiheit und der Vernunft vollzogen. Dort haben wir neue Wünsche für das Glück der Waffen der Republik ausgesprochen. Dort haben wir die leblosen Götzen gegen die Vernunft, dieses belebte Bild, das Meisterwerk der Natur, eingetauscht. Als die Göttin in den Konvent geführt wurde, nahm der Sprecher sie bei der Hand und sagte, sich an die Versammlung wendend: Sterbliche, hört auf zu beben vor dem ohnmächtigen Donnern eines Gottes, den eure Furcht geschaffen hat. Hinfort erkennt keine Gottheit an, außer der Vernunft.
Ich stelle euch ihr reinstes und edelstes Bild vor. Müsst ihr Götter haben, so opfert nur solchen wie dieser. O Schleier der Vernunft, falle vor dem erlauchten Senat der Freiheit. Nachdem der Präsident die Göttin umarmt hatte, wurde sie auf einen prächtigen Wagen gesetzt und inmitten eines ungeheuren Gedränges zur Liebfrauenkirche geführt, um dort die Stelle der Gottheit einzunehmen. Dann wurde sie auf den Hochaltar gehoben und dort von allen Anwesenden verehrt. Bald darauf folgte die öffentliche Verbrennung der Bibel. Bei einem derartigen Anlass betrat die Gesellschaft der Volksfreunde den Saal der höchsten Behörde mit dem Ruf: Es lebe die Vernunft! Auf der Spitze einer Stange wurden die halb verbrannten Überreste verschiedener Bücher getragen, darunter Gebetbücher, Messbücher und das Alte und Neue Testament, die, wie der Präsident sich ausdrückte, in einem großen Feuer die gesamten Torheiten sühnten, die sie das menschliche Geschlecht zu begehen veranlasst hatten. Das Papsttum hatte das Werk begonnen, das die Gottesleugner nun vollendeten. Die römische Politik hatte jene gesellschaftlichen, politischen und religiösen Zustände zur Folge, die Frankreich dem Verderben zutrieben. Schriftsteller, welche die Schrecken der Revolution schilderten, sagten, dass jene Ausschreitungen dem Thron und der Kirche zur Last gelegt werden müssen. Ein gerechtes Urteil muss sie der Kirche zurechnen. Das Papsttum hatte in die Gemüter der Könige Voreingenommenheit gegen die Reformation als einen Feind der Krone, eine Ursache der Uneinigkeit, die sich mit dem Frieden und der Eintracht der Nation verderblich erweisen würde, gesät. Der Einfluss Roms führte auf diese Weise zu den entsetzlichsten Grausamkeiten und zu den bittersten Unterdrückungen, die je von einem Thron ausgegangen sind. Der Geist der Freiheit begleitete die Bibel. Wo das Evangelium Aufnahme fand, wurden die Gemüter der Menschen belebt. Sie fingen an, die Fesseln, die sie in der Sklaverei der Unwissenheit, des Lasters und des Aberglaubens gehalten hatten, abzuschütteln und wie Männer zu denken und zu handeln. Die Herrscher sahen es und fürchteten für ihre unumschränkte Gewalt. Rom versäumte nicht, ihre eifersüchtigen Befürchtungen zu nähren. Der Papst sagte im Jahre 1525 zu dem Regenten von Frankreich: Diese Tollwut, der Protestantismus, wird nicht nur die Religion verwirren und verderben, sondern auch alle Fürsten und Adelswürden, Gesetze, Orden und Rangunterschiede. Einige Jahre später warnte ein päpstlicher Gesandter den König: Siehe, täuschen Sie sich nicht, die Protestanten werden die bürgerliche wie die religiöse Ordnung untergraben. Der Thron ist ebenso in Gefahr wie der Altar. Die Einführung einer neuen Religion bringt notwendigerweise die einer neuen Regierung mit sich. Theologen benutzten die Vorurteile des Volkes und erklärten, dass die protestantische Lehre die Leute zu Neuerungen und Torheiten verlocke, dem Könige die aufopfernde Liebe seiner Untertanen raube und Kirche und Staat verheere. So gelang es Rom, Frankreich dahin zu bringen, dass es sich gegen die Reformation erhob. Zur Erhaltung des Thrones, zur Bewahrung des Adels und zur Aufrechterhaltung der Gesetze wurde das Schwert der Verfolgung in Frankreich zuerst gezogen. Die Herrscher jenes Landes waren weit davon entfernt, die Folgen dieser verderblichen Politik vorauszusehen. Die Lehren der Bibel hätten in den Gemütern und Herzen des Volkes jene Grundsätze der Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Wahrheit, Gleichheit und Wohltätigkeit eingepflanzt, welche die eigentliche Grundlage in der Wohlfahrt eines Volkes sind. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, dadurch wird der Thron befestigt. Sprüche 14, Vers 34 und 16, Vers 12. Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und die Wirkung wird ewige Stille und Sicherheit sein. Jesaja 32, 17. Wer das göttliche Gesetz hält, wird auch aufs Getreueste den Gesetzen des Landes Achtung und Gehorsam entgegenbringen. Wer Gott fürchtet,
wird auch den König in der Ausübung aller gerechten und gesetzlichen Macht ehren. Aber das unglückliche Frankreich verbot die Bibel und verbannte deren Anhänger. Ein Jahrhundert nach dem anderen mussten aufrichtige Männer, Männer von guten Grundsätzen und Rechtschaffenheit, von geistigem Scharfblick und sittlicher Kraft, die den Mut hatten, ihren Überzeugungen treu zu bleiben und den Glauben besaßen, um für die Wahrheit leiden zu können, als Sklaven auf den Galeeren arbeiten, auf dem Scheiterhaufen zugrunde gehen, in dumpfen Kerkerzellen vermodern, während Tausende und Abertausende sich durch die Flucht retteten. Und dies dauerte noch 250 Jahre nach Beginn der Reformation fort. Während jener langen Zeitspanne gab es unter den Franzosen wohl kaum ein Geschlecht, das nicht Zeuge gewesen wäre, wie Jünger des Evangeliums vor der wahnsinnigen Wut der Verfolger flohen und Bildung, Künste, Gewerbefleiß und Ordnungsliebe, in denen sie sich in der Regel auszeichneten, mit sich nahmen und damit das Land ihrer Zuflucht bereicherten. Und im gleichen Verhältnis, wie andere Länder mit diesen guten Gaben beglückt wurden, verarmte ihr eigenes Land durch Entziehung dieser Gaben. Wären alle, die nun vertrieben wurden, in Frankreich geblieben, hätte die Geschicklichkeit dieser strebsamen Verbannten während dieser 300 Jahre auf heimatlicher Scholle befruchtend wirken können. So wären ihre künstlerischen Anlagen während dieser langen Zeit dem heimatlichen Gewerbewesen zugute gekommen. Hätte ihr schöpferischer Geist und forschender Verstand die Literatur des Landes bereichert und seine Wissenschaften gepflegt, hätte ihre Weisheit seine Beratungen geleitet, ihre Tapferkeit seine Schlachten geschlagen, ihre Unparteilichkeit seine Gesetze aufgestellt. Hätte die Religion der Bibel den Geist gestärkt und das Gewissen des Volkes beherrscht, mit welcher Herrlichkeit würde Frankreich an diesem Tage umgeben sein? Welch ein großes, blühendes und glückliches Land, den Nationen ein Vorbild, würde es gewesen sein? Aber eine blinde und unerbittliche Frömmelei jagte von seinem Boden jeden Lehrer der Tugend, jeden Kämpfer der Ordnung, jeden ehrlichen Verteidiger des Thrones. Sie sagten zu den Menschen, die ihr Land zu einem Ruhm und einer Herrlichkeit auf Erden machen wollten: Wählet, was ihr haben wollt, den Marterpfahl oder die Verbannung. Schließlich war das Verderben des Staates vollständig. Es blieb kein Gewissen mehr zu ächten, keine Religion auf den Scheiterhaufen zu schleppen, kein Patriotismus mehr, den man in die Verbannung hätte jagen können. Die Revolution mit all ihren Schrecken war die entsetzliche Folge. Mit der Flucht der Hugenotten geriet Frankreich in allgemeinen Verfall. Blühende Fabrikstädte gingen zugrunde, fruchtbare Strecken verfielen in ihre ursprüngliche Wildnis, geistiger Stumpfsinn und sittlicher Verfall folgten einer Zeit ungewöhnlichen Fortschrittes. Paris wurde ein ungeheures Armenhaus. Man sagt, dass beim Ausbruch der Revolution 200.000 Arme um Unterstützung von der Hand des Königs nachsuchten. Nur der Jesuitenorden blühte in der verfallenen Nation und herrschte mit fürchterlicher Willkür über Kirchen und Schulen, über Gefängnisse und Galeeren. Das Evangelium hätte Frankreich die Lösung jener politischen und sozialen Fragen gebracht, welche die Geschicklichkeit seiner Geistlichkeit, seines Königs und seiner Gesetzgeber vergeblich sein ließen und schließlich die Nation in Zuchtlosigkeit und Verderben stürzten. Doch unter der Herrschaft Roms hatte das Volk des Heilandes segensreiche Lehren der Selbstaufopferung und selbstloser Liebe vergessen. Man hatte es davon abgebracht, für das Wohl anderer Selbstverleugnung zu üben. Die Reichen wurden wegen ihrer Unterdrückung der Armen nicht gerügt, und diese blieben in ihrer Knechtschaft und Erniedrigung ohne Hilfe. Die Selbstsucht der Wohlhabenden und Mächtigen wurde immer augenscheinlicher und drückender. Jahrhundertelang hatte die Habgier und Ruchlosigkeit des Adels eine grausame Erpressung der Bauern zur Folge.
Die Reichen übervorteilten die Armen und die Armen hassten die Reichen. In vielen Provinzen besaßen die Adligen das Land und die arbeitenden Klassen waren nur Pächter, die von der Gnade der Gutsbesitzer abhingen und sich gezwungen sahen, deren übermäßigen Forderungen nachzukommen. Die Last, die Kirche und den Staat zu unterhalten, ruhte auf den mittleren und niederen Klassen, die von den bürgerlichen Behörden und der Geistlichkeit schwer besteuert wurden. Die Willkür des Adels galt als das höchste Gesetz. Die Bauern und Landbewohner durften verhungern, ohne dass die Unterdrücker sich darum gekümmert hätten. Die Leute sahen sich bei jeder Gelegenheit gezwungen, einzig und allein den Vorteil des Gutsbesitzers zu berücksichtigen. Das Leben der Landarbeiter war beständige Mühsal und ungelindertes Elend. Ihre Klagen, falls sie es überhaupt wagten, solche vorzubringen, wurden mit beleidigender Verachtung abgewiesen. Die Gerichtshöfe schenkten eher einem Adligen als einem Bauern Gehör. Bestechung der Richter wurde offenkundig betrieben, und die geringste Laune der Vornehmen hatte infolge dieser allgemeinen Verderbtheit Gesetzeskraft. Nicht einmal die Hälfte der den arbeitenden Klassen von den weltlichen Großen einerseits und der Geistlichkeit andererseits erpressten Steuern gelangten in die königliche oder kirchliche Schatzkammer. Alles andere wurde in zügelloser Genusssucht verschleudert, und die Leute, die auf diese Weise ihre Mitmenschen an den Bettelstab brachten, waren selbst aller Steuern enthoben und durch Gesetze oder Brauch zu allen Staatsämtern berechtigt. Zu den bevorzugten Klassen zählte man 150.000 Personen und für deren Annehmlichkeit wurden Millionen zu einem hoffnungslosen und herabwürdigenden Leben verdammt. Der Hof ergab sich der Üppigkeit und der Ausschweifung. Zwischen Herrschern und Untertanen bestand nur wenig Vertrauen. An alle Maßnahmen der Regierung heftete sich der Verdacht, dass sie hinterlistig und selbstsüchtig seien. Mehr als ein halbes Jahrhundert vor der Revolution hatte Ludwig der 15., der sich selbst in jenen bösen Zeiten als ein träger, leichtfertiger und sinnlicher Fürst auszeichnete, den Thron inne. Angesichts des verderbten und grausamen Adels, der verarmten und unwissenden unteren Klasse, der finanziellen Verlegenheit des Staates und der Erbitterung des Volkes bedurfte es keines prophetischen Auges, um einen drohenden, schrecklichen Ausbruch vorauszusehen. Auf die Warnungen seiner Ratgeber erwiderte der König gewöhnlich: Bemüht euch, alles im Gang zu halten, solange ich leben mag. Nach meinem Tode mag es kommen, wie es will. Vergebens drang man auf die Notwendigkeit einer Reform. Er sah die Übelstände, hatte aber weder den Mut noch die Macht, ihnen zu begegnen. Das Schicksal, das Frankreich bevorstand, wurde nur zu deutlich durch seine lässige und selbstsüchtige Antwort gekennzeichnet: Nach mir die Sintflut. Durch ständiges Schüren der Eifersucht der Könige und der herrschenden Klassen hatte Rom diese beeinflusst, das Volk in Knechtschaft zu halten, wohlwissend, dass der Staat dadurch geschwächt würde. Und damit beabsichtigte es, sowohl die Herrscher als auch das Volk zu seinen Sklaven zu machen. Mit weitsichtiger Politik erkannte es, dass man, um die Menschen endgültig zu unterjochen, ihren Seelen Fesseln anlegen müsste, dass der sicherste Weg, ihr Entkommen aus der Knechtschaft zu verhindern, der sei, sie für die Freiheit untüchtig zu machen. Tausendmal schrecklicher als die körperlichen Leiden, die aus ihrer Politik hervorgingen, war die sittliche Erniedrigung. Der Bibel beraubt, den Lehren der Scheinfrömmigkeit und der Selbstsucht preisgegeben, wurde das Volk in Unwissenheit und Aberglauben gefangen und versank in Laster und wurde zur Selbstbeherrschung völlig untüchtig. Doch die Ergebnisse unterschieden sich erheblich von dem, was Rom angestrebt hatte. Statt die Massen in blinder Unterwürfigkeit zu ihren Lehrsätzen zu halten, machte es Gottesleugner und Revolutionäre aus ihnen.
Den Romanismus verachteten sie als Pfaffentrug und betrachteten die Geistlichkeit als mitverantwortlich für elendes Dasein. Der Gott Roms war der einzige Gott, den sie kannten. Roms Lehre ihre einzige Religion. Sie betrachteten dessen Habgier und Grausamkeit als die regelrechte Frucht der Bibel und wollten deshalb nichts von ihr wissen. Rom hatte den Charakter Gottes falsch dargestellt und seine Forderungen verdreht, und nun verwarfen die Leute sowohl die Bibel als auch ihren Urheber. Unter vorgeblicher Bestätigung durch die Schrift hatte Rom einen blinden Glauben an seine Lehrsätze gefordert. Das Resultat davon war, dass Voltaire und seine Mitgenossen das Wort Gottes gänzlich beiseite setzten und das Gift des Unglaubens überall verbreiteten. Rom hatte das Volk unter seinen eisernen Füßen niedergetreten, und nun durchbrachen die entwürdigten und verrohten Massen als Erwiderung auf die Zwangsherrschaft alle Schranken. In Wut über den gleißenden Betrug, dem sie so lange gehuldigt hatten, verwarfen sie Wahrheit und Irrtum zusammen, und indem sie die Zügellosigkeit für Freiheit hielten, jubelten die Sklaven des Lasters in ihrer vermeintlichen Freiheit. Bei Beginn der Revolution wurde dem Volk mit Billigung des Königs eine Vertretung gewährt, welche die gemeinsame Vertretung des Adels und der Geistlichkeit überwog. Somit befand sich das Übergewicht der Macht in der Hand des Volkes, das aber nicht imstande war, sie mit Weisheit oder Mäßigung zu gebrauchen. Eifrig bestrebt, das erlittene Unrecht zu ahnden, beschloss es, die Erneuerung der Gesellschaft vorzunehmen. Die schimpflich behandelten Volksmassen, deren Gemüter mit bitteren, seit langem angehäuften Erinnerungen an Ungerechtigkeiten erfüllt waren, fassten den Vorsatz, den Zustand des unerträglich gewordenen Elends zu ändern und sich an denen zu rächen, die sie als Urheber ihrer Leiden ansahen. Die Unterdrückten setzten die Lehre, die sie unter der Gewaltherrschaft gelernt hatten, in die Tat um und tyrannisierten jetzt diejenigen, die sie unterdrückt hatten. Das unglückliche Frankreich heimste eine blutige Ernte der ausgestreuten Saat ein. Schrecklich waren die Folgen seiner Unterwerfung unter die beherrschende Macht Roms. Wo Frankreich unter dem Einfluss des Romanismus bei Beginn der Reformation den ersten Scheiterhaufen errichtet hatte, stellte die Revolution ihre erste Guillotine auf. Auf derselben Stätte, wo die ersten Märtyrer des protestantischen Glaubens im 16. Jahrhundert verbrannt wurden, fielen die ersten Opfer der Revolution im 18. Jahrhundert unter der Guillotine. Indem Frankreich das Evangelium verwarf, das ihm Heilung hätte bringen können, öffnete es dem Unglauben und dem Verderben die Tür. Als die Schranken des Gesetzes Gottes niedergeworfen waren, stellte es sich heraus, dass die menschlichen Gesetze unzulänglich waren, um die mächtige Flut menschlicher Leidenschaften zu hemmen. Und im Lande herrschten Empörung und Gesetzlosigkeit. Der Krieg gegen die Bibel eröffnete eine Zeitperiode, die in der Weltgeschichte als die Schreckensherrschaft bezeichnet wird. Friede und Glück waren aus den Wohnungen und den Herzen der Menschen verbannt. Keiner war sicher. Wer heute noch triumphierte, wurde morgen verdächtigt und verdammt. Gewalt und Wollust führten unbestritten das Zepter. Der König, die Geistlichkeit und der Adel sahen sich gezwungen, sich der Grausamkeit eines erregten und wütenden Volkes zu fügen. Der Rachedurst wurde durch die Hinrichtung des Königs nur noch stärker, und die seinen Tod bestimmt hatten, folgten ihm bald auf Schafott. Ein allgemeines Gemetzel aller, die im Verdacht standen, der Revolution feindlich gesonnen zu sein, wurde beschlossen. Die Gefängnisse waren überfüllt und bargen zu einer Zeit mehr als 200.000 Häftlinge. Die Städte des Königreichs wurden mit Schreckensszenen erfüllt. Eine revolutionäre Partei war gegen die andere, und Frankreich wurde zu einem ungeheuren Schlachtfeld streitender Volksmassen, die sich von der Wut ihrer Leidenschaften beherrschen ließen. In Paris folgte ein Aufstand dem anderen, und die Bürger waren in viele Parteien zersplittert,
die es auf nichts anderes als ihre gegenseitige Ausrottung abgesehen zu haben schienen. Zum allgemeinen Elend kam noch hinzu, dass die Nation in einen langen verheerenden Krieg mit den Großmächten Europas verwickelt wurde. Das Land war beinahe bankrott, die Truppen schrien nach ihrem rückständigen Sold, die Pariser waren am Verhungern, die Provinzen wurden von Räubern verwüstet und die Zivilisation ging beinahe unter in Aufruhr und Zügellosigkeit. Nur zu genau hatte das Volk die Lehren der Grausamkeit und der Folter gelernt, die Rom mit solchem Fleiß erteilt hatte. Der Tag der Wiedervergeltung war endlich gekommen. Nun waren es nicht mehr die Jünger Jesu, die in Kerker geworfen und auf Scheiterhaufen geschleppt wurden, denn sie waren schon längst umgekommen oder in die Verbannung getrieben worden. Das unbarmherzige Rom fühlte jetzt die tödliche Macht derer, die es ausgebildet hatte, sich an Bluttaten zu vergnügen. Das Beispiel der Verfolgung, das die französische Geistlichkeit so lange gegeben hatte, wurde ihr nun mit großem Nachdruck vergolten. Schafotte färbten sich rot von dem Blut der Priester. Die Galeeren und Gefängnisse, die einst Hugenotten bargen, wurden jetzt mit deren Verfolgern angefüllt. An die Ruderbank gekettet und mühsam am Riemen ziehend, machte die katholische Geistlichkeit alle Qualen durch, die sie so reichlich über die friedliebenden Ketzer gebracht hatten. Dann kamen jene Tage, als die grausamsten aller Gesetze von dem unmenschlichsten aller Gerichtshöfe gehandhabt wurden, als niemand seinen Nachbar grüßen oder sein Gebet verrichten konnte, ohne Gefahr zu laufen, ein Todesverbrechen zu begehen, als in jedem Winkel Spione lauerten, allmorgendlich die Guillotine lange und schwer arbeitete, die Gefängnisse so gedrängt voll waren wie die Räume eines Sklavenschiffes, da in den Straßenrinnen das Blut schäumend der Seine zueilte. Während täglich Wagenladungen mit Opfern durch die Straßen von Paris ihrem Schicksal entgegengeführt wurden, schwelgten die Kommissare, die der Konvent in die Provinzen gesandt hatte, in übermäßiger Grausamkeit, wie man sie selbst in der Hauptstadt nicht kannte. Das Messer der Todesmaschine stieg und fiel zu langsam für das Werk der Metzelei. Lange Reihen von Gefangenen mähte man mit Kartätschen nieder. Besetzte Boote wurden angebohrt. Lyon wurde zur Wüste. In Arras wurde den Gefangenen selbst die grausame Barmherzigkeit eines schnellen Todes versagt. Die ganze Loire hinab, von Saumur bis zum Meer, fraßen Scharen von Krähen und Wein an den nackten Leichnamen, die in abscheulichen Umarmungen miteinander verschlungen waren. Weder dem Geschlecht noch dem Alter erwies man Barmherzigkeit. Die Anzahl junger Knaben und Mädchen von 17 Jahren, die von dieser fluchwürdigen Regierung ermordet wurden, lässt sich nach Hunderten berechnen. Der Brust entrissene Säuglinge wurden von Spieß zu Spieß die Reihen der Jakobiner entlang geworfen. In dem kurzen Zeitraum von 10 Jahren kamen Scharen von Menschen ums Leben. All dies war nach Satans Sinn. Dies zu erreichen hatte er sich seit Jahrhunderten bemüht. Sein Plan beruhte von Anfang bis Ende auf Täuschung und sein unverwandter Vorsatz ist es, Leid und Elend über die Menschen zu bringen, Gottes Werke zu entstellen und zu beflecken, die göttliche Absicht der Liebe und des Wohlwollens zu vereiteln und dadurch Trauer im Himmel zu verursachen. Dann verblendet er durch seine täuschenden Künste die Sinne der Menschen und verleitet sie, den Tadel, der sein Wirken trifft, auf Gott zu werfen, als ob alles Elend die Folge des Schöpfungsplanes sei. Auf gleiche Weise treibt er alle, die durch seine grausame Macht in einen erniedrigenden und verwilderten Zustand geraten sind, wenn sie ihre Freiheit erringen, zu allerlei Ausschreitungen und Gräueltaten an, und dann verweisen grausame und gewissenlose Tyrannen auf dieses Bild zügelloser Ausgelassenheit als ein Beispiel der Resultate der Freiheit. Wird der Irrtum in einem Gewand entdeckt, so verhüllt Satan ihn einfach in eine andere Maske, und die Menge nimmt ihn ebenso gierig an wie zuerst. Als das Volk fand, dass der Romanismus eine Täuschung war,
als Satan es nicht mehr durch dieses Mittel zur Übertretung des Gesetzes Gottes bringen konnte, drang er auf sie ein, alle Religion als einen Betrug und die Bibel als ein Märchen anzusehen. Und als das Volk die göttlichen Vorschriften beiseite setzte, gab es sich der ungezügelten Gesetzlosigkeit hin. Der verderbliche Irrtum, der solches Weh über die Bewohner Frankreichs brachte, war die Verachtung der einen großen Wahrheit, dass die wahre Freiheit innerhalb der Schranken des Gesetzes Gottes liegt. O, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Jesaja 48, 18 und 22, Sprüche 1, Vers 33. Gottesleugner, Ungläubige und Abtrünnige widersetzen sich Gottes Gesetz und verwerfen es, aber die Folgen ihres Einflusses beweisen, dass die Wohlfahrt des Menschen mit dem Gehorsam gegen die göttlichen Verordnungen verbunden ist. Wer diese Lehre nicht aus dem Buche Gottes erkennen will, muss sie in der Geschichte der Nationen erkennen lernen. Als Satan durch die römische Kirche darauf hinwirkte, die Menschen vom Gehorsam abzubringen, war seine Tätigkeit derart verborgen und sein Wirken so verstellt, dass die Entartung und das Elend, die daraus entstanden, nicht als Früchte der Übertretung erkannt wurden. Aber das Wirken des Geistes Gottes vereitelte seine Macht so weit, dass seine Absichten nicht zur vollen Reife gelangten. Das Volk schloss nicht von den Wirkungen auf die Ursache und entdeckte die Quelle seines Elends nicht. Doch in der Revolution wurde das Gesetz Gottes von der Nationalversammlung öffentlich beiseite gesetzt und in der darauf folgenden Schreckensherrschaft konnten alle den wahren Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung deutlich erkennen. Als Frankreich öffentlich Gott verleugnete und die Bibel beiseite setzte, frohlockten böse Menschen und Geister der Finsternis, dass sie das so lange erwünschte Ziel, nämlich ein Reich, befreit von den Schranken des Gesetzes Gottes, erreicht hatten. Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll, Böses zu tun. Prediger 8, Vers 11 bis 13. Aber die Übertretung eines gerechten und heiligen Gesetzes muss unvermeidlich in Elend und Verderben enden. Wenn auch nicht sofort von Strafgerichten heimgesucht, so bewirkt doch die Gottlosigkeit der Menschen ihr sicheres Verderben. Jahrhunderte des Abfalls und des Verbrechens hatten den Zorn auf den Tag der Vergeltung angehäuft, und als das Maß ihrer Ungerechtigkeit voll war, erfuhren die Verächter Gottes zu spät, dass es etwas Schreckliches ist, die göttliche Geduld verwirkt zu haben. Der zügelnde Geist Gottes, der grausamen Macht Satans Schranken setzt, wurde im hohen Maße entzogen, und der, dessen einzige Freude das Elend der Menschen ist, durfte nach seinem Willen handeln. Alle, die sich dem Aufruhr ergaben, mussten dessen Früchte ernten, bis das Land voll von Verbrechen war, die jeder Beschreibung spotteten. Aus den verwüsteten Provinzen und zerstörten Städten erhob sich ein schrecklicher Schrei, ein Schrei der furchtbarsten Angst. Frankreich wurde wie durch ein Erdbeben erschüttert. Religion, Gesetz, gesellschaftliche Ordnung, Familie, Staat und Kirche, alles wurde von der ruchlosen Hand niedergestreckt, die sich gegen das Gesetz Gottes erhoben hatte. Wahr ist das Wort des weisen Mannes: Der Gottlose wird fallen durch seine Gottlosigkeit. Sprüche 11, Vers 5. Wenn ein Sünder auch 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohl gehen wird denen, die Gott fürchten, die sein Angesicht scheuen. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohl gehen, und wie ein Schatten werden nicht lange leben, die sich vor Gott nicht fürchten. Weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. Prediger 8,
Vers 12 und 13, Sprüche 1, 29 und 31. Gottes treue Zeugen, die durch die lästerliche Macht, die aus dem Abgrund aufsteigt, erschlagen wurden, sollten nicht lange schweigen. Nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße. Und eine große Furcht fiel über die, die sie sahen. Offenbarung 11, Vers 11. Es war im Jahre 1793, als die Erlasse, welche die christliche Religion abschafften und die Bibel verboten, von der französischen Nationalversammlung genehmigt wurden. 3,5 Jahre später wurde ein Beschluss, der diese Erlasse widerrief und somit der Heiligen Schrift Duldung gewährte, von der gleichen Behörde angenommen. Die Welt war über die ungeheure Schuld bestürzt, die aus der Verwerfung des lebendigen Wortes Gottes hervorgegangen war, und die Menschen erkannten die Notwendigkeit des Glaubens an Gott und sein Wort als die Grundlage von Tugend und Sittlichkeit. Der Herr sagte: Wen hast du geschmäht und gelästert? Über wen hast du die Stimme erhoben? Du hobst deine Augen empor wider den Heiligen in Israel. Darum siehe, ich will sie lehren und meine Kraft und Gewalt ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. Jesaja 37, 23, Jeremia 16, 21. Über die 2 Zeugen sagt der Prophet ferner: Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Offenbarung 11, Vers 12. Seit Frankreich gegen die beiden Zeugen Gottes Krieg geführt hatte, sind diese wie nie zuvor geehrt worden. Im Jahre 1804 wurde die britische und die ausländische Bibelgesellschaft gegründet. Darauf folgten ähnliche Organisationen mit zahlreichen Verzweigungen auf dem europäischen Festland. Im Jahre 1816 nahm die amerikanische Bibelgesellschaft ihre Tätigkeit auf. Zur Zeit der Gründung der britischen Gesellschaft war die Bibel in 50 Sprachen gedruckt und verbreitet worden. Seitdem ist sie in mehr als 400 Sprachen und Mundarten übersetzt worden. Während der 50 Jahre, die dem Jahre 1792 vorausgingen, wurde dem ausländischen Missionswerk nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es traten keine neuen Gesellschaften ins Leben und es gab nur wenige Gemeinschaften, die sich irgendwie bemühten, das Christentum in heidnischen Ländern zu verbreiten. Doch gegen Ende des 18. Jahrhunderts fand eine große Veränderung statt. Man wurde unzufrieden mit den Folgen des Rationalismus und erkannte die Notwendigkeit einer göttlichen Offenbarung und einer Erfahrungsreligion. Von dieser Zeit an wuchs das Werk der ausländischen Missionen mit nie dagewesener Schnelligkeit. Die Verbesserungen in der Buchdruckerkunst haben der Verbreitung der Bibel einen neuen Auftrieb gegeben. Die zahlreichen Erleichterungen des Verkehrs zwischen verschiedenen Ländern, der Zusammenbruch alter Hindernisse des Vorurteils und nationaler Abgeschlossenheit und der Verlust der weltlichen Macht des Papstes haben den Weg für den Eingang des Wortes Gottes gebahnt. Schon seit Jahren ist die Bibel ohne irgendwelche Hindernisse auf den Straßen Roms verkauft und jetzt auch nach allen Teilen der bewohnten Erdkugel getragen worden. Prahlend sagte einst der ungläubige Voltaire: Ich habe es satt, die Leute immer wieder sagen zu hören, dass 12 Männer die ihre christliche Religion gegründet haben. Ich will beweisen, dass ein Mann genügt, sie umzustoßen. Generationen sind seit seinem Tode vergangen. Millionen haben sich dem Kampf gegen die Bibel angeschlossen. Aber anstatt ausgerottet worden zu sein, gibt es da, wo in Voltaires Zeit 100 Bibel waren, nun 10.000, ja 100.000 Exemplare der Heiligen Schrift. Die Worte eines der ersten Reformatoren über die christliche Lehre lauten: Die Bibel ist ein Amboss, der viele Hämmer abgenutzt hat. Der Herr sagt: Keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Jesaja 54, Vers 17.
Das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Alle seine Gebote sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Jesaja 40, Vers 8, Psalm 111, Vers 7 und 8. Was immer auf menschliche Autorität aufgebaut ist, wird umgestoßen. Was aber den Felsen des unveränderlichen Wortes Gottes als Grundlage hat, wird ewiglich bestehen.